Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Edna bricht aus. Wir müssen immer noch hier oben diesen Wachmann einmal wegschicken und alles ausprobieren. Alles! Wer ist da? Na warte! Hey! Und hochgehen. So, wir waren beim Radio, ne? Das habe ich doch noch nicht ausprobiert. Keine Zeit. Achso, ja gut, ich glaube, sie sagt immer das Gleiche, ne? Oh nein, er kommt. What? So schnell? Hey, da bist du ja. Wie bist du? Spiel. Okay. Marsch, zurück zu den anderen. Und lass dich hier nicht... Ich glaube, sie sagt immer das Gleiche mit... sei nicht albern, keine Zeit rumzualbern. Es läuft die Zeit davon und so weiter. Also von daher... Probieren wir, glaube ich, doch nicht alles aus. Na, warte. Vor allem, weil ich nicht mehr weiß, bei welchem Item wir beim Radio stehen geblieben waren. Ja. Hey! Deswegen würde ich sagen, schneiden wir einfach mal das... Obwohl, benutzen wir erstmal diesen Knopf. Warte. Das tue ich lieber nicht, solange wir noch kein Fluchtauto haben. So, Hey! Warum bist du denn auf einmal so schnell da? Warum? Okay, dann machen wir es halt irgendwie ganz langsam, wie es aussieht. Na, warte. Alles klar. Ich krieg ich. Ganz langsam. Da waren gerade zwei. Das waren gerade zwei. Hey. So, wo ist die Schere mit Kabel? Gute Idee, aber noch nicht. Noch ist das Tor nicht auf. Oh nein. Achso, dann können wir hier noch gar nichts machen. Da bist du ja. Wie bist du an mir vorbeigekommen? Ach so, ja, okay. Und lass dich hier nicht. Dann hat das ja sich erstmal alles hier erledigt, ne? Wir noch nichts machen können? Okay. Brauchen wir erst das Fluchtauto. Alles klar. Hier kommen wir doch jetzt zum Hintereingang, ne? Ah ne, hier hin. Okay. Wo sind wir? Ach, da. Und da kommen wir dann wieder da lang und hier ist nichts mehr, außer halt, gut, hier können wir die ganzen Sachen noch machen. Ich mochte immer die Itemreaktionen auf die Vogeltränke, weil Harvey immer Störche fangen will und Edna versucht es ihm auszureden. Ich fand das irgendwie niedlich, die Vorstellung, dass Harvey endlich einen Storch fängt. Man würde es ihm schon irgendwie gönnen, auch wenn Störche selten sind, aber es hat ja niemand gesagt, dass es einfach wird. Ja, gut. Die Vögel meiden Dr. Marcells Anwesen. Kann ich verstehen. Cheep! Du bist schon ein komischer Vogel, Edna. Oh ja, die Vogeltränke muss mit. Ich freue mich schon auf Benutze Vogeltränke mit Dr. Marcells Schreibtisch. Aber was ist das? Meine Hände sind zu schlecht gezeichnet, um die Tränke anzuheben. Nein! Verhinderte Achievement. Lull. Cheep, du bist... Oh, eine Vogeltränke. Wollen wir Störche fangen? Ich glaube, es gibt hier keine Störche, Harvey. Was? Das kann nur eins bedeuten. Irgendwer wildert in unserem Revier. Das könnte sein. Wollen wir eine Storchfalle bauen? Nicht doch, Harvey. Störche sind selten. Niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Stimmt. Putt-Putt-Storchis. In diesem Bild wird Captain Unbrauchbar vom blauen Vogel des Unglücks heimgesucht. Nein! Der blaue Vogel des Unglücks. Wachtelmeister Edna Konrad vom Paraornithologischen Dezernat der Bundespolizei brütet über der verdächtigen Liste im Doppelmordfall Capulet-Montagu. War es die Nachtigall oder die Lerche? Definitiv die Nachtigall. Ich bekomme keine Verbindung. Nur so ein Piepen. Wollen wir eine Storchfalle bauen? Nicht doch. Niemand. Die Getränkekarte der Vögel ist kurz. Trotzdem, im Vergleich mit der Abstellraumbar gewinnt die Tränke. What? Da ist kaum Wasser in der Tränke. Stattdessen sind da so kleine, weiße, dickflüssigen Pfützen.
Oh. Hm. Gewöhnungsbedürftig. Och, Edna. Wollen wir eine Storch... Nicht. Wollen wir... Nicht. Oh, schade. Ich glaube, er sagt nichts anderes, oder? Wollen wir... Nicht. Wozu? Das ist... Moment. Die Tränke ist tatsächlich warm. Die Störche können nicht weit sein. Das wird den Piepsis schmecken. Sehr gut. Jetzt lass uns schnell verstecken, bevor die Störche kommen. Ich mach das nicht, um Störche zu fangen, Harvey. Richtig. Es ist vollkommen ungefährlich. Besonders für leckere Störche. Könnte den vielleicht ein bisschen zu scharf sein. Deswegen noch ein wenig Ketchup. Das wird den Piepsis schmecken. Sehr gut. Ich mag... Es ist... Das wird sehr... Ach Mensch. Aber ich habe keinen Zehennagel mehr. Vögel kennen keine Türen und Schlösser. Sie fliegen frei durch die Lüfte, singen ihre unbeschwerten Lieder... Und zerlasern ihre Gegner mit Todesstrahlen aus ihren Röntgenaugen. Ja. Ach ja. Ja. Ah nee, warte. Das ist ja eine Unterschrift, die brauchen wir nicht. Wollen wir eine Storch... Nicht... Die Vögel meiden... Ups. Vögel kennen wir. Nein. Gute Idee. Nanu, was ist das? Mein Vogelfutter ist alle. Oh. Vielleicht habe ich einen Vogel, aber er ist niedlich und bunt und singt fröhliche Lieder. Ja. Wollen wir eine... Nein. Wenn ich einen überfahrenen Vogel brauche, suche ich einfach vorn auf dem Parkplatz. Okay. Kriegen wir eine Anweisung zu dem Rätsel? Irgendwie? Ne, warte mal, gibt's nicht irgendwie so ein Spiel oder so? Wo man immer übereinander... Ach, keine Ahnung. Ah. Muss ich auch alle Eingänge oder so? Irgendwie. Hä? Bin verwirrt. Was muss... Kann ich den... Auf den anderen Stein? Nein. Kann ich irgendeinen Buchstaben schreiben oder so? Könnte sein. Was ist ein C? Ja. Das ist ein L. Hä? Ich hab keinen Plan. What? Okay, dann nicht. Eine Harke. Ja, dieser Raum erinnert mich daran, was für ein absoluter Luxus es war, halt alles selbst zu zeichnen und zu skripten. Nochmal irgendwie kurz einfach nur, um eine Harke aufzunehmen, nur ein einziges Item zu verstecken und nochmal die Mauer näher zu präsentieren. Also das Hindernis, das Edna hat, einfach nochmal einen ganz neuen Raum anzulegen. Wenn ich dafür Grafiker bezahlen müsste und Skripter, würde ich den Raum mittlerweile wahrscheinlich eher weglassen. Da ging das noch. Schön. Das ist der erklärte Etappenfeind. Nein. Oh. Wenn es doch so einfach wäre. Das ist so einfach. Einfach mit dem kleinen Finger so ein Loch bohren und dann kannst du so
rausnehmen, die Mauerstücke. Ach, keine Ahnung. Sesam, öffne dich. Das war wohl der falsche Spruch. Da komme ich doch niemals rüber. Doch, doch. Irgendwie. Was hältst du von dieser Mauer, Harvey? Sie steht zwischen uns und der Freiheit. Damit hat sie sich den falschen Platz ausgesucht. Eindeutig. Das wird sie bereuen. Da bräuchte ich wohl eher einen Presslufthammer. Die Mauer muss weg. In diesem Bild klettert Captain Unbrauchbar über die Schallmauer. Das ist schon der Main, ne? Schon der Main irgendwie. Wenn wir auf der anderen Seite sind, rufen wir die Polizei. Aber was sagen wir ihr? Stimmt. Wir müssen erst herausfinden, was passiert ist. Wir müssen zu meinem Elternhaus und Beweise finden. Ups. Telefon. Hallo? Spreche ich mit dem Abrissunternehmen? Stein von Stein und Häuser Klein, Ihre Abrissprofis. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte da eine Mauer, die dringend abgerissen werden muss. Sorry, Mauern machen wir nicht mehr. Nicht seit diesem Debakel damals in Berlin. Die Beschwerdeschreiben verstopfen noch heute unser E-Mail-Postfach. Aufgelegt. Heilige Scheiße. Da bräuchte ich wohl eher einen Presslufthammer. Alter. Ich könnte natürlich einen Hilferuf draufkritzeln, einen Flieger falten und ihn über die Mauer werfen. Ich fürchte nur, es wäre wenig glaubwürdig auf der Rückseite einer Cocktailkarte. Ja, gut. Einfach gegenrotzen. Da lässt sich nichts auf Kleider bügeln. Schade. Echt schade. Um hier einen Tunnel durchzugraben, bräuchte ich wohl eher einen Löffel. Mist. Ich sollte nicht so zimperlich mit ihr umgehen. Einfach. Alles dreckig machen. Diese Mauer hat kein Schlüsselloch. Die einzige Öffnung ist das Haupttor da hinten. Ja, egal. Warum bauen wir nicht Räder an die Mauer und fahren sie zur Seite? Es gibt einen Grund. Er fällt mir nur gerade nicht ein. Mhm. Ja. Diese Mauer hat kein Schlüsselloch. Nein, ich wollte den Topf nehmen. Sie ist der Deckel vom Anstaltstopf. Ich werde dafür sorgen, dass Dr. Marcells Suppe überkocht. Das ist ein guter Plan. Das ist ein sehr guter Plan. Ich könnte natürlich einen Hilferuf draufkritzeln. Ich fürchte nur auf der Rückseite einer... Er könnte vielleicht etwas unglaubwürdig werden. Der Zementfußnagel kommt leider erst in der Special Edition. Nein! Moment mal, da sind ja schon Rillen drin. Irgendwer... Oh, verdammt, ich glaube, ich habe das gerade ausgesehen auf die Haken. Warum bauen wir nicht Räder an die Mauer und fahren... Achso. Okay, ansehen. Die Hake lehnt an der Wand, als wollte sie gestohlene Uhren verkaufen. Vielleicht macht sie's ja. Es sieht so aus, als würde sie Hi sagen. Hi. Kurz mal mitnehmen. AW mit Hake. Ich halte die beiden lieber getrennt. Ich hab mal gehört, dass Hasen Haken schlagen. Die Harke ist nicht halb so cool wie mein Poloschläger. Das stimmt, das stimmt. Wenn ich doch nur noch weitere Stifte hätte, dann könnte ich prima parallele Linien zeichnen. Das stand gerade könnte Wenn mit 3N. Wenn ich genau bedenke, reicht mir der eine Stift vollkommen. In diesem Bild kämpft Captain Unbrauchbar gegen radioaktives Urzeitlaub. Ah, genießt. Eieiei. Eiei. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Schlechter Atem, struppiger Bart, Harkennase? Klarer Fall für Kommissarin Konrad. Es ist eine Harke. Eieiei, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Was fehlt in dieser Reihe? Harke? Telefon? Ich weiß es. Die Logik. Ja, richtig. Da. Keine Chance. Daran beißt sich die Schere nur die Zähne aus. Nee. Die Hake steht nicht auf der Karte. Ich habe trotzdem eine bekommen. Das
Oh, was hat Harvey gesagt? Die hab ich. Das Leben ist ein Online-Store und du kennst Papis Kreditkartennummer. Ah. Hat sich gerade Ednas Mund dazu bewegt? Die Strohernte fällt dieses Jahr ein wenig knapper aus. Diese beiden Gegenstände erinnern mich an einen Gedanken, den ich vorhin hatte. Was trägt die modebewusste Frau wohl diesen Herbst? Klare Antwort. Blaue, coole Plüschhasen. Das stimmt. In einem Schweizer Taschenmesser hätte ich all diese Funktionen in einem. Aber so was hatten wir auch schon. Sie gehören zur selben Familie. Wenn die Gabel groß ist, wird sie aber was Cooles machen. Nicht die Familiengärtnerei übernehmen. Nee. Sie könnte als Dreizack bei den Atlantern arbeiten. Ja. Das wäre die Idee. Nicht schlecht. So bekommt man keine Blasen bei der Gartenarbeit. Schon mal was von Gartenhandschuhen gehört? Verflucht, die haben meine Idee geklaut. Mann. Lass mal die Hake und den Schlüssel zusammenknoten. Lass mal erst unser Gehirn einschalten. Wir unterbrechen dieses spannende Adventure für den Gaga-Gartentipp, wenn das Laub mal nicht rot genug ist. Ketchup auf die Hake. Wir unterbrechen, wenn das Laub mal nicht gelb genug ist, Senf auf die Hake. Gibt es zu Senf und Ketchup eigentlich immer dieselben Sprüche? Ist ja voll langweilig. Ich hab mich schon gefragt, wann sowas mal kommt. Therapeutisches Haken ist angeblich gut für die Psyche. Der Zen-Garten ist die perfekte Umgebung dafür. Ah. Dieser Topf wäre auch ein prima Laubcontainer. Aber besser ist er als Topf. Da. Ist da auch wirklich kein Laub auf meinem Schlüssel? Nee. Nicht ein Blatt. Aber jetzt, wo ich die Hake habe, kann ich auch dafür sorgen, dass es so bleibt. Das stimmt. Das hätte vorher mit den Fingern nicht funktioniert. Es gibt prägnante Unterschiede zwischen einer Hake und einer Autobatterie. Man muss kein gärtnernder Automechaniker sein, um sie zu erkennen. Doch. Die Hake lässt sich nicht zerschrauben. Moment mal. Da sind ja schon Rillen drin. Irgendwie ist mir zuvor gekommen. Ei. Eine Frechheit. Gut, dass ich diese Schraube festgezogen habe. Die war ganz lose. Nicht auszudenken, was alles hätte passieren können. Okay. Sollen wir jetzt eine Hake? Können wir die jetzt bei dem Zen-Garten benutzen? Das hier wäre ein prima Platz für meine Hake. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Wie, Moment. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Moment. Jetzt vielleicht? Ja, aber auch eigentlich nicht, ne? Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Wir müssen dann irgendwas... Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Ich will raus. Ja. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Was zeigt denn das? Wir haben Kreise. Mach die mal alle erstmal unten in die Reihe. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Irgendwas Zen-mäßiges, okay. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Irgendwas müssen wir dann ja mit den Steinen machen. Doch irgendwas hier?
Gut, Leute, das war's vorerst mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.